Ich liebe Bienenstich. Natürlich nur in Kuchenform. Der Stich von der Biene tut ja weh. Allerdings stechen Bienen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Ansonsten sind sie ganz friedliche Insekten. Jetzt habt ihr es bestimmt schon erraten. Genau. Heute geht's um Bienen. Aber wusstet ihr auch, dass man sich die Tiere als Haustiere in der Stadt halten kann? Klingt verrückt, oder? Ich will heute mal herausfinden, was man dabei alles beachten muss. Aber vorher gibt's für euch die Quizfrage. Wie sagen Bienen einander, wo es Futter gibt? Ist es Antwort A? Sie flüstern es sich zu. Oder ist es vielleicht Antwort B? Sie tanzen es einander vor. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Thomas, denn der ist Stadtimker. Treffpunkt ist vor dem Theater des Westens in Berlin. Bienen sehe ich noch keine, dafür viele Autos und S-Bahnen. Hallo Thomas. Hallo Anna. Du, ich bin schon ganz gespannt. Also ich weiß noch gar nicht so richtig, was mich heute erwartet. Bienen auf dem Land, das kennt man, aber in der Stadt? Gibt's auch Bienen. Gibt's auch Bienen? Und wo finde ich die ja hoffentlich nicht in deinem Wohnzimmer, oder? Nee, da oben. Da müssen wir jetzt hoch? Wir müssen da hoch, da oben stehen meine Bienenvölker. Und wie kommen wir da hoch? Übers Treppenhaus, müssen wir ein bisschen klettern. Oh je, ich merke schon, das wird anstrengend. Gut, dann klettern wir jetzt da hoch und solange gibt's für euch ein paar tolle Infos. Ohne Bienen wäre alles nur halb so bunt. Die fleißigen Insekten fliegen im Frühjahr von Blume zu Blume und sammeln Pollen und Nektar. Dabei werden die Pflanzen bestäubt, also befruchtet und erblühen in allen Farben. Im Bienenstock herrscht ein munteres Treiben. Jede Biene hat ihre eigene Aufgabe. Die einen lassen den Honig reifen, die anderen putzen die Waben oder kümmern sich um den Nachwuchs. Oberhaupt der Bienen ist die Königin. Sie legt Eier, Eier und noch mehr Eier. Geschafft. Das war schon anstrengend. Ja. Oh, aber die Aussicht ist dafür die Belohnung. Das lohnt sich. Das da hinten ist der Fernsehturm, da weiß man, dass man in Berlin ist. Genau, da ist der Fernsehturm, direkt darunter der Berliner Dom und das ganze Grün, das ist der Tiergarten, der große Park mitten in der Stadt. Toll. Ah, und da sind die Bienen? Genau, da wohnen meine vier Bienenvölker. Wie kamst du denn darauf, die Bienen ausgerechnet auf das Dach eines Theaters zu bringen? Naja, erstmal habe ich einen Standort gesucht, einfach nur. Ich wohne ja hier direkt da drüben und habe keinen Garten, ich habe keinen Balkon und wollte irgendwo in der Nähe meine Bienen unterbringen. Ja. Und dann dachte ich, okay, ich frage mal hier beim Theater. Die haben gesagt, ja. Eine gute Idee. Ja, ja. Können wir machen, super. Na, da herrscht ja schon ein buntes Treiben bei denen. Da ist ordentlich was los, ne? Die fliegen ganz fleißig. Wo sind die denn da untergebracht? Ja, das sind die Bienenstöcke. Wir Imker sagen Bienenbeuten dazu. Ah, okay. Und in jeder Beute ist dann ein Volk untergebracht? Genau. Und wie viele Bienen sind in einem Volk? Ungefähr? Ja, kann man ja nicht so richtig zählen, ne? Ja. Aber es sind so 50.000 bis 60.000 in der Hochsaison. Boah. Gerade nicht so viel, da sind ja viele unterwegs, aber ja. Nachts sind die alle drin. Hui! Warum nur ein Haustier halten, wenn man auch Hunderttausende haben kann? Du hast jetzt natürlich hier eine tolle Dachterrasse, aber kann ich die auch irgendwo anders halten? Also im Wohnzimmer wahrscheinlich eher nicht, aber in meinem Garten zum Beispiel? Oder was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ja, im Garten geht zum Beispiel, auf dem Balkon kann man auch Bienen halten, ist auch möglich. Oh, da muss man sich aber mit den Nachbarn absprechen, oder? Sollte man tun, ne? Wenn da jemand eine Bienengiftallergie hat, dann sollte man schon mal fragen, sonst gibt's schlechte Stimmung. Gibt's denn da irgendwelche Genehmigungen, die ich brauche, oder darf ich das einfach machen, wenn ich Lust habe? Nee, du brauchst keine Genehmigung fürs Bienenhalten. Das ist wie wenn du einen Hund hast, darfst du auch Bienen halten. Nur wie gesagt, man sollte schon mal gucken, dass man sich einig wird mit denen, die da auch wohnen. Jetzt wollen wir ran an die Beute, aber nur mit Schutzanzug. Man muss als Imker auch einiges wissen. Wie hast du denn das alles gelernt? Du, ich bin einfach zum nächsten Verein gegangen. Es gibt ja wirklich viele Imkervereine, gerade auch hier in der Stadt. Und da gibt es auch viele Kurse. Und dann darf man da auch selber an den Bienen arbeiten und bekommt mal mit, was so im Laufe des Jahres alles zu tun ist. Wer mit Bienen arbeitet, braucht den Smoker, ein Rauchgerät. Mit dem Smoker beruhigen wir die Bienen. Also wir machen damit ja Rauch. Ja. Und dann denken die Bienen, dass der Wald brennt. Oh nein. Ja, das ist nicht so schlimm, weil der brennt ja nicht wirklich, gibt ja auch gar keinen Wald. Die haben dann so den Impuls, sie müssen sich mit Honig vollsaugen, ein bisschen Reiseproviant futtern. Ja. Und dadurch sind sie beruhigt und beschäftigt. Mit Pappe und einer Art Bienentabak zünden wir den Smoker an. Wir kommen in Frieden. Und da jetzt gleich rein rauchen. Ein paar Rauchwolken genügen, um die Bienen zu besänftigen. Jetzt kommt ein zweites Imkerwerkzeug zum Einsatz. Dann siehst du jetzt hier, wie dieser Stockmeißel funktioniert, weil das ist wirklich die praktischste
Aufgabe, die er hat, dass man die Waben so ein bisschen anheben kann. Ja. Bist du von der anderen Seite? Ich probiere es mal. Von hier. Durch das Wachs pappen die Holzrahmen aneinander fest. Langsam löst sich die Honigwabe. So. Boah. Das sind schon einige und die packen jetzt den Honig hier gerade in die Waben oder tragen ihn um. Was jetzt hier so glänzt, ist der Honig? Das ist schon Honig, genau. Da oben ist er auch schon verdeckelt. Das heißt, der ist wirklich fertig. Und der unten ist vielleicht noch ein bisschen zu flüssig, aber auf jeden Fall ist es schon Honig. Kann ich das mal probieren? Na, mach mal. Probier mal. Einfach hier so? Einfach rein. Ach so. Warte, ich schläg hier einfach durch. Mmh! Lecker! Jetzt arbeite ich mich zu der unteren Zarge, dem Brutraum, vor. Auf dieser Wabe ist wesentlich mehr los. So. Oh, die sieht schon ganz anders aus jetzt. Genau, hier haben wir viel jetzt... Viel dunkler. Hier haben wir jetzt, die ist ein bisschen dunkler und wir haben hier vor allen Dingen viel Pollen. Du kennst die Pollenhöschen, die Bienen manchmal an den Beinchen haben. Die packen die Pollen hier rein und das sieht dann so aus. Das hier ist jetzt die Arbeiterinnenbrut. Man sieht ja auch gerade eine schlüpfen. Oh ja! Und es schlüpfen pro Tag in so einem Bienenvolk ungefähr 2000 Bienen. Ah ja, also deswegen wird das Volk auch so schnell so groß. Genau, deswegen wird das Volk so schnell groß und entwickelt sich rasant. Und irgendwann wird es einfach zu voll. Eine Bienenkönigin legt täglich Tausende von Eiern. Das Volk soll ja wachsen. Wird sie dafür zu schwach, wird eine neue Königin geboren. Die alte Chefin bekommt das mit, schnappt sich die Hälfte ihres Volkes und sucht sich eine neue Bleibe. Das nennt man Schwärmen. Ein Imker kann das verhindern, damit er nicht zu viele Bienen bekommt. Dazu entfernt er einfach eine oder zwei Brutwaben. Dann werden weniger Eier gelegt und das Volk bleibt kleiner. Also du checkst regelmäßig den Honig, das ist aber eher für dich. Genau. Dann schaust du regelmäßig, ob dein Volk zu groß ist, ob du vielleicht Brut rausnehmen musst. Was musst du denn noch machen? Ich muss vor allen Dingen noch auf die Varroa-Milbe achten. Das ist eine Milbe, wie so ein kleiner Käfer. Der wurde vor einigen Jahren eingeschleppt in Deutschland. Und eigentlich haben alle Imker das Problem, dass sich diese Varroa-Milbe in die Brut setzt. Die macht die Brut kaputt. Genau. Schauen wir mal da rein. Wir suchen nach Schädlingen. Tote Milben würden auf eine Platte unter dem Brutraum fallen. Findet man welche, schlechtes Zeichen. Aber hier sehen wir nur Wachsreste. Ich bin richtig gut gelaunt. Weil wir keine Varroa-Milbe sehen. Genau, wir sehen so ein bisschen Abfall, was so runterfällt, ein bisschen Reste von Wachsdeckeln, aber keine Varroa-Milben. Das bedeutet, dein Bienenvolk ist gesund und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Gute Nachrichten. Jawohl. Sag mal, eigentlich ist die Biene doch total praktisches Haustier, oder? Die kann sich ihr Futter ja komplett selber besorgen. Genau. Sie geht einfach zu den Bäumen, holt sich Nektar und macht Honig draus. Ein Imker nimmt den Insekten für den Eigenbedarf einen Teil vom Honig weg. Damit die Bienen nicht verhungern müssen, bekommen sie dafür eine Gegenleistung. Sieht aus wie Wasser. Ja. Aber probier mal. Er ist schon ein bisschen zähflüssiger. Ja. Ist total süß. Ist einfach Zuckerwasser, oder? Genau, ist ein Zuckersirup, den sie gut annehmen und gut vertragen. Und wie gebe ich ihnen das? Das funktioniert so. Wir haben ja vorhin die verschiedenen Etagen gesehen, diese Zargen. Ja. Und hier haben wir noch eine, das ist eine Futterzarge. Die wird ganz oben drauf gesetzt. Und wir schütten den jetzt mal rein. So. Ganz schöne Schweinerei. Ja, wieder runter. So, und was dann passiert ist, die Bienen kommen dann von unten aus dem Stock nach oben, laufen hier entlang und kommen so an den Zuckersirup und können ihn aufnehmen und dann wie Honig in die Waben packen als Wintervorrat. Kriegen die denn sonst noch irgendwas? Ja, bei mir kriegen sie auch noch was zu trinken, Wasser. Logisch, ohne Wasser könnte kein Wesen überleben, ob Pflanze, Mensch oder Tier. Oh, da wird ja schon getrunken. Ja, süß, ne? Ja. Ich finde das immer ganz putzig, wie die da sitzen und sich gar nicht stören lassen und man sieht richtig, wie da der Hinterleib so pulsiert. Pulsiert so richtig, ja. Und was muss man dabei beachten? Na, man muss vor allen Dingen darauf achten, dass die Tränke immer an der gleichen Stelle steht. Weil wenn man die jetzt ein paar Meter wegstellt, dann würden sie vielleicht nicht mehr finden. Und auch dafür sorgen, dass immer genug Wasser drin ist. Und dann hast du hier noch so Holzstäbe reingestellt, einfach damit sie nicht ertrinken und sich irgendwo festhalten können, oder? Genau, so ein bisschen Holz, ein paar Korken, damit sie einfach, wenn sie ins Wasser fallen, zumindest wieder rausfinden und sich gut festhalten können.
Was Futter und Trinken angeht, ist die Biene ein unkompliziertes Haustier. Wie sieht's denn mit den Kosten aus? Was kostet mich ein Bienenvolk? Wenn du einen Schwarm findest oder einen Imker gut kennst, dann kann es kostenlos sein, also ja, gar nichts. Im besten Fall? Im besten Fall, kann aber auch so 100, 120 Euro kosten. Okay, und was kostet mich die Beute, der Bienenkasten? Mit allem drum und dran knapp 150 Euro. Wie sieht's denn mit der Erstausstattung aus? Was kostet denn das ungefähr? Die nötigsten Sachen knapp 70 Euro. Und hier das Futtersirup, das du ab und zu brauchst? 14 Kilo sind da drin, kostet auch knapp 14 Euro. Aber die Biene hat einen entscheidenden Vorteil. Im Vergleich zu anderen Haustieren, man hat nicht nur Ausgaben, man hat auch Einnahmen, nämlich wenn man den Honig verkauft. Wie viel macht das denn ungefähr aus? Na, wenn man ihnen nicht alles wegnimmt, so ungefähr 30 Kilo Honig verkauft, dann sind 450 Euro drin im Jahr. Pro Volk? Pro Volk. Das ist doch wunderbar, dann hat man seine Kosten ja relativ schnell wieder gedeckt. Honig von Stadtbienen ist übrigens sehr gesund und frei von Giftstoffen. Autoabgase in der Stadt schaden den Bienen nicht. Kuschelfaktor können wir uns ja bei den Bienen irgendwie sparen, oder? Nee, können wir uns nicht sparen. Es gibt die Drohnen, die haben ja keinen Stachel. Und vielleicht wollen die auch ein bisschen mit dir kuscheln. Probieren wir mal aus. Machen wir. Drohnen sind die männlichen Bienen und sie sind deutlich größer als die Arbeiterbienen. Ich glaube, ich habe eine, oder? Sag mal. Ob das gut geht? Ja. Ja? Kannst du mal kurz halten, dann zieh ich die Handschuhe aus, denn es sollte eigentlich nichts passieren. Ganz bestimmt nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die vorsichtig. Jetzt fliegt die wahrscheinlich gleich weg, wenn ich da aufmache, oder? Komm mal her. Oh, man spürt richtig den Wind von den Flügeln. Ah, oh, wie sich das anfühlt! Nimm sie doch mal mit der anderen Hand. Mit den Fingern so? Ja, nimm sie doch auch mal so. So schnell ist sie wieder weg, aber sie hat mich nicht gestochen. Nicht gestochen, ne? Es war eine Drohne. Genau. Aber ich muss trotzdem sagen, Kuscheltier ist eine Biene nicht. Es ist ein Beobachtungstier, aber ein ganz, ganz tolles und interessantes. Und jetzt noch mal alle Infos zu den Bienen. Die gibt's auch im Internet. Wie viel Platz brauchen Bienen? Das Nest der Bienen ist ihr Bienenstock, auch Beute genannt. Die sollte draußen stehen, auf einer Dachterrasse, einem Balkon oder im Garten. Wie pflegt und hält man Bienen? Der Imker muss ständig einen Blick in die Bienenstöcke werfen. Ist der Honig reif? Wird das Bienenvolk zu groß? Sind Schädlinge am Werk? Was fressen Bienen? Die fleißigen Insekten stellen ihren Honig aus Pollen und Nektar selbst her. Das ist toll. Wir haben nämlich auch etwas davon. Was kosten Bienen? Ein Bienenvolk und die Grundausstattung gibt es für knapp 400 Euro. Durch den Verkauf von Honig bekommt man das Geld aber schnell wieder rein. Mag eine Biene mit mir kuscheln? Du vielleicht? Oder du? Kuscheln sollte man mit Bienen nicht. Eigentlich sind sie friedlich, aber sie können stechen. Menschen mit Allergien müssen besonders aufpassen. Wir müssen jetzt noch die Quizfrage auflösen. Wie zeigen Bienen einander, wo es Futter gibt? Ist es Antwort A, sie flüstern es sich zu? Oder B, sie tanzen es einander vor? Thomas, du kannst mir bestimmt weiterhelfen, oder? Ja, das ist Antwort B. Sie tanzen wirklich auf den Waben komplizierte Muster und zeigen den anderen so, wo die nächste Nektarquelle ist. Wir tanzen jetzt auch noch ein bisschen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus. Du bist ein klasse Tänzer, Thomas. Du bist eine klasse Tänzerin.